Willkommen auf dem Tuning-Blog-Kanal. Heute mal wieder mit einem klassischen Testbericht. Und zwar haben wir von Topdon, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ich glaube aber schon, haben wir den Artidiac 600S bekommen. Das ist ein klassisches Diagnosetool, allerdings eben eins, was jetzt nicht auf Basis von einem Smartphone mit einer App funktioniert, so wie wir das ja kennen, sondern eben ein, ja, ich sag mal, robustes und durchaus als sehr professionell zu bezeichnendes Gerät. Größter Vorteil von dem Gerät, also für mich erstmal, ich habe ja jetzt schon einige Handy-Apps getestet, ne? Also verschiedene Adapter, die es da gab, möchte ich jetzt nicht unbedingt namentlich nennen, habe aber schon einige getestet, da haben auch ganz viele ihren Job ganz gut gemacht, alles in Ordnung. Aber man hat eben immer wieder das Problem, mit dem Handy ist es wirklich relativ fummelig, dann funktioniert die App nicht, dann muss man einen Flugmodus reinmachen. Dann wiederum baut es keine Verbindung mit dem WLAN auf und ach, da gibt es immer wieder mal ein paar neue Fallstricke, die dann, ja, am Ende funktionieren sie, das mag schon sein, aber die es auch stellenweise echt kompliziert machen. Hier ist es eben jetzt so, es ist ein externes Gerät, vor allem mit einem eingebauten Akku, das ist schon mal super cool. Das heißt, er ist jetzt nicht auf den Stromanschluss vom Fahrzeug angewiesen und arbeitet damit, sondern umgedreht. Das Gerät hat einen eigenen Akku drin und ja, hier stöpselt man das quasi ganz klassisch ans Fahrzeug an. Es funktioniert mit jeder bekannten UBD-Buchse. Ich glaube, so ab Baujahr 96 oder so, ab da, wo die Fahrzeuge das UBD-2 hatten. Hier hüben gibt es jetzt noch einen Anschluss für ein USB-C-Kabel. Versuche das mal rauszubekommen. Ich hoffe, man erkennt das. Und auch für eine SD-Karte. Denn man kann, ja, wenn man jetzt, sage ich mal, Fehlermeldung oder so ausgelesen hat, dann kann man die abspeichern, kann die auch direkt per E-Mail verschicken. Das funktioniert hier sogar. Alternativ eben auf dem Speicher, Karte und dann ja entsprechend weitergeben. Das Gerät hat WLAN. Das bekommt sogenannte Over-the-Air-Updates. Die sind zeitlebens kostenlos. Finde ich eine mega coole Sache, weil auch das ist ein ganz großes Problem bei den Apps, die es da immer gibt mit den verschiedenen Dongles. Es nur noch die wenigsten sind zum Einmalpreis zu bekommen. Fast alle haben auf irgendeine Art und Weise ein Abo. Man liest sein Fahrzeug aus und wird Credits los und muss neue kaufen und so weiter und so fort. Finde ich völlig nervig, weil meistens dann, wenn man es benötigt, sind die Credits natürlich alle. Dann geht es erstmal los, man muss welche kaufen, dann muss man PayPal verknüpfen oder eine Kreditkarte hinterlegen. Meistens dann, wenn es darauf ankommt, funktioniert es ganz einfach nicht oder zumindest nicht schnell. Den geht man hier komplett aus dem Weg. Man hat natürlich einen gewissen Nachteil und der nennt sich in dem Fall ein Betrag von 280 Euro. Ist jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen. Ich sehe es aber durchaus so, dass man das Gerät eigentlich auch nur ein einziges Mal kauft. Es unterstützt weit über 50 Fahrzeughersteller. Für alle Fahrzeughersteller gibt es die Updates zeitlebens umsonst. Also prinzipiell sollte das Gerät bei einer ordentlichen Handhabung für alle Ewigkeit funktionieren. Und ich glaube, nach einigen Jahren hat man das Geld, also für eine App und so weiter und so fort, wieder rein, weil wenn man die regelmäßig auflädt und wirklich regelmäßig an den Fahrzeugen was macht, dann wird das nicht billiger. Für einen einmaligen Gebrauch oder für wirklich absoluten Hobbygebrauch, einmal alle 3 Jahre einen Fehler auslesen, lohnt sich 280 Euro natürlich nicht. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Ich sehe aber das Gerät durchaus im Werkstattbereich, im Profibereich, wo es echt für 280 Euro inklusive Steuer keine Ausgabe ist, wie ich finde. Denn wie gesagt, man kann nahezu alle gängigen Fahrzeuge damit machen. Ja, es gibt eben so die klassischen, ich zeige euch das nachher mal am Fahrzeug draußen, es gibt eben so die klassischen Diagnosefunktionen für sämtliche Fahrzeugtypen. Man kann auch, wenn man sagt, man ist jetzt beispielsweise eine VW-Werkstatt oder eine BMW-Werkstatt, also jetzt kein Vertragshändler, sondern einfach eine Werkstatt, die sich vielleicht auf BMW konzentriert, da muss man natürlich hier nicht jede Marke downloaden, dass man zu allen Fahrzeugen die neuesten Updates hat, dann kann man sich hier tatsächlich die entsprechenden Fahrzeuge auswählen, ne? Also man kann jetzt hier auf Lamborghini gehen, Bugatti, Volkswagen, man kann sich das natürlich auch alles runterholen. Aber ja, in meinem Fall, ich habe jetzt hier mal für BMW was runtergeladen und für Audi sind jetzt so die zwei Fahrzeuge, die ich privat habe. Und das sollte für mich ja eigentlich ausreichen. Es gibt so die typischen Wartungsservices, ne? Also man kann Diesel-Partikelfilter regenerieren, man kann zum Beispiel die Parkbremse öffnen, wenn man jetzt die Belege wechseln möchte, ne? Hinten die Parkbremse zurückfahren. Was kann man noch machen? Reifendruckkontrollsystem kann man eben justieren, zurückstellen. Ölservice ganz normal ein Reset machen.
Ja, Bremssystem, ABS und Co. Also eigentlich alles, was man sich prinzipiell vorstellen kann. Es gibt auch Reparaturinformationen, das finde ich sehr cool, und zwar zu gängigen Fehlern. Die werden auch immer wieder aktualisiert. Gibt eine Fehlercode-Bibliothek, so nennen die das, wo quasi die wichtigsten Fehler aufgezeigt sind. Man kann sich eben entsprechend belesen, was bedeutet der Fehler, kann man Code entsprechend eingeben und so weiter und so fort. Man kann sogar Videos angucken, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Internetverbindung an, aber ja, haben wir jetzt eine. Habe ich allerdings noch nicht gemacht. Ich glaube, die lädt man sich runter, entsprechend nach, also man sucht einen Fehler hier im System und bekommt das dann entsprechend angezeigt, kann sich es runterladen. Ja, so habe ich das jetzt im Kopf. Das habe ich im Detail auch nicht ausprobiert. Ist halt extrem umfangreich. So, was haben wir jetzt hier noch in den Einstellungen? Ach ja, man kann Screenshots machen. Man kann natürlich alles rund um den Bildschirm einstellen, ist ganz klar, damit das alles ein bisschen bequemer wird. Metrisch die Maßeinheiten ist ganz klar für Deutschland hier. Man kann es natürlich auch im Ausland nutzen, auch bei den Amis oder wo auch immer, kann alles entsprechend umstellen. Das Wichtigste aber ist eben ja die Diagnose. Da gibt es ja auch einen Demo-Modus. Lassen wir mal eine Demo durchlaufen. Gucken wir mal, da tut jetzt verarbeiten und jetzt gehen wir hier mal auf einen VW. Machen zum Beispiel mal von dem VW einen Schnelltest. So läuft der Scan durch. Der scannt die entsprechenden Motorsteuerteile, die entsprechenden Steuerteile, die eben vorhanden sind. Und angenommen, jetzt wäre hier im Motorsteuergerät ein Fehler drin, dann kann man sich das eben anschauen. Na, da ist der Fehlercode zum einen, der ist manchmal auch nützlich, wenn man doch mal im Internet danach suchen möchte. Zum anderen zeigt er aber auch gleich an, was denn dieser Code beinhaltet. Auch das machen ganz viele Apps auf dem Telefon nicht. Die zeigen den Fehlercode an und dann heißt es, damit Sie, wenn Sie sehen wollen, was das Problem ist, laden Sie bitte Credits auf. Also das sind Sachen, auf die ich sehr gern verzichte, weil die wirklich alles einfach nur verlangsamen und verkomplizieren. Ja, war jetzt so ein Demo-Modus. Ich zeige es euch nochmal live am Fahrzeug draußen. Jetzt haben wir hier einen Systemscan. Da würde er jetzt quasi das ganze Fahrzeug durchscannen. Also wirklich alles, was das Fahrzeug hat. Ne? Es gibt ja verschiedene Steuerteile, manche haben 10, manche haben 40 Steuerteile, die scannt er eben alle aus und dann kann man auch jedes einzeln anwählen. In dem Fall war es jetzt hier das Motorsteuergerät, da kann man den Live-Datenstrom lesen. Funktioniert für alle entsprechenden Steuerteile, die sowas ausgeben. Ne? Dann, ja, was haben wir noch? Fehlercodes löschen, wenn jetzt welche vorhanden wären. Man kann Informationen, die Fahrgestellnummer und so, erkennt er alles von selbst. Kann man auslesen. Also es ist brutal umfangreich und ja, ich habe jetzt schon, wie lange? Ich habe schon 8 Minuten gequatscht hier. Könnte ich wahrscheinlich auch noch 20 Minuten machen. Also ich sage mal, alles das, was man von einem guten Diagnosegerät erwartet, das kann das Teil. Und den Rest, ja, zu umfangreich, um das jetzt hier zu erklären. Ich gehe jetzt mal raus ans Fahrzeug. Wir lesen mal beim Fahrzeug die Daten aus, gucken auch mal in den Live-Datenstrom rein. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das so groben Überblick gegeben hat. Es gibt natürlich auch noch einen Blogbeitrag drüber, wie immer. Der also oben rechts ist der bei dem kleinen i eingeblendet im Video. Da könnt ihr draufdrücken, dann könnt ihr euch den Rest mal noch durchlesen. Und ich meine, in dem Blogbeitrag ist dann auch noch ein Link drin, wo man entsprechend das Produkt kaufen kann. Ist aber kein Affiliate-Link, also na, spielt zwar eigentlich eh nicht so die Rolle, aber das machen wir nicht. Also wir verdienen daran nicht. Das Gerät wurde vorgestellt, das wurde uns auch zur Verfügung gestellt, das ist ganz klar. Aber wenn ihr jetzt auf irgendeinen Link klickt, also wir verdienen daran nichts, was allerdings auch nicht schlimm wäre. Ja, ich hoffe, ich konnte euch eine Übersicht geben und jetzt gehen wir mal raus ins Fahrzeug. So, und jetzt im Fahrzeug, also ist in dem Fall in Alpina und der hat wie ja jeder BMW aus der Baureihe so eine Funktion, dass wenn man dreimal die Start-Stopp-Taste drückt, dass man da in einen speziellen Diagnosemodus kommt. Irgendwann dauert kurz, genau. Den würde ich euch empfehlen, insofern der Motor jetzt nicht läuft. Es gibt ja hier auch die Möglichkeit per, wie soll ich sagen, per, also Live-Daten auszuspielen, auch wenn der Motor läuft, Drehzahl und so weiter und so fort. Dann ist der Diagnosemodus natürlich aus, aber solltet ihr das nicht benötigen, dann, also ich empfehle immer den Diagnosemodus zu machen, denn die BMW-Techniker, die werden sich schon was dabei gedacht haben. So, so sieht quasi der Startbildschirm aus. Ne, sieht er nicht. Noch eins zurück. So sieht der Startbildschirm aus. Ne? Jetzt geht's mal rein. Also ich kann euch jetzt nicht die über 200 Funktionen hier zeigen, dann geht das Video 4 Stunden und ist jetzt schon zu lang und langweilig.
Von daher nur mal so das Grundlegende. Nochmal wählt hier die Fahrzeugdiagnose aus, kann hier erstmal auf Autosearch gehen. Dann sucht er uns die Fahrgestellnummer und das komplette Fahrzeug aus. Das wählt man dann irgendwann an. Ich blende jetzt mal kurz weg, weil die Fahrgestellnummer, die möchte ich jetzt nicht so publik machen, obwohl es spielt eigentlich auch keine Rolle. Egal. Ja. So, die wird angewählt. So, jetzt lädt er weitere Informationen. Da wird jetzt das Basismodell finden, auf dem dieser Alpina basiert. Das ist ein 540er BMW. Das liest er jetzt hoffentlich aus und erkennt das auch so. Das ist aber ganz normal, das ist bei jedem Alpina so. Genau, jetzt können wir hier auf automatische Suche gehen. Nur das ist jetzt quasi das einmalige Anlegen vom Fahrzeug. So, es hat jetzt das Fahrzeug gefunden. Verkaufsbezeichnung 540X3, Baudatum. Und Baudatum ist relativ interessant, weil Baudatum ist nicht gleich Erstzulassung. Das Fahrzeug ist Erstzulassung 19, ist aber letztendlich ein 18er Fahrzeug. So, dann geht man hier auf nächster Schritt und kann jetzt einen ersten Schnelltest machen. Einfach um zu gucken, ja, was kann's, Quatsch, was kann's, wie ist der Zustand, wo sind Fehler hinterlegt, ist eben die schnellste Möglichkeit jetzt gewesen, das Fahrzeug zu checken. Es gibt übrigens noch deutlich höherwertigere Geräte von Topton, die dann auch die Programmierung zulassen, also auch Komfortprogrammierungen und so. Das geht mit dem Gerät hier alles nicht, hat auch den Vorteil, man kann auch nichts kaputt machen. So, er sagt uns jetzt hier zum Beispiel einen Fehler, Spannungsversorgung. Okay, das könnte natürlich sein, dass hier ganz einfach die Batterie relativ schwach ist. Ich fahre wenig mit dem Auto. Gucken wir mal. Jo, okay. Muss man jetzt natürlich wissen, was es bedeutet. Also ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Fehlercode lesen. Ach so. Ach ja, genau. Ich habe es doch gerade gesagt, was es ist. Okay. Dann gucken wir mal zurück, ob hier noch irgendwo was auftaucht. Nö. Jetzt gehen wir noch mal eins zurück. Das war jetzt diese automatische Suche. Und jetzt bei System scannen, dann checkt er, soweit ich weiß, alles. Also nicht nur so ein Schnelltest, dann laufen wahrscheinlich hier die 5000 Steuergeräte, die das Fahrzeug hat, der Reihe nach durch, gehe ich mal von aus. Genau. So, es wird sicherlich eine Weile dauern. Oder sind wir hier schon durch? Ach so, er hat jetzt einfach herausgefunden, was überhaupt für Steuergeräte im Fahrzeug verbaut sind. Das haben wir ja gerade gemacht. Okay, also ich bin ja gerade auch live und neu, ne? Also noch nicht ausprobiert. Ich denke, da braucht man auch ein bisschen, um sich damit zurechtzufinden. Ich glaube, der macht jetzt wieder genau das Gleiche, was wir gerade hatten. Genau. Das war jetzt ein Fehler von mir. Schnelltest hatten wir ja auch schon gemacht, oder? Aber es sind eben auch in dem Moment ja gerade keine Fehler in dem Fahrzeug hinterlegt, worüber ich auch relativ froh bin, außer eben diese, ja, diese Unterspannung. So, jetzt hat man hier die Möglichkeit, sich den Bericht ausgeben zu lassen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich weiß, das ist jetzt ein mechanischer Fehler, ne, dann gibt er das jetzt so richtig als PDF aus. Das kann man schon an der Werkstatt vorab schicken und sagen, hier Leute, ich bräuchte mal einen Termin, der und der Fehler, ihr habt da schon mal eine erste Info. Ne, das würde gehen, das kann man genauso per E-Mail verschicken oder auch an den Drucker schicken oder ja, wie auch immer. Genau. Beim Rest würde ich sagen, probiert es einfach mal selbst aus, weil es ist eben sehr, 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 sehr umfangreich. Ich finde es besonders cool im Hinblick auf die ganzen Fahrzeuge, die hier alle nochmal genannt werden. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr das Teil geliefert bekommt, bei mir war eine 21er Software drauf, ein komplettes Update zu machen. Das hat, glaube ich, 80 verschiedene, ja, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, solche Folder da aktualisiert. Lasst das einmal durchlaufen, das ist eine einmalige Sache. Hat auch gut eine Stunde gedauert, aber man muss ja nicht daneben sitzen. Und dann hat man aber eigentlich ein Diagnosegerät, was man auf alle Ewigkeit nutzen kann. Also so ist meine Meinung. Mein Fazit wäre deshalb zu sagen, es ist tatsächlich ein Gerät, was alles kann, was einfach pauschal gesagt auch jedes Fahrzeug kann.
Weil ich habe jetzt in der Übersicht eigentlich nichts gesehen, was jetzt gängige Fahrzeuge sind, die nicht funktionieren. Wenn halt mal eins dabei ist, dann sollte man sich mal hinwenden an Topdon und fragen, ob sich da noch was tut. Und wenn nicht, dann hat man eben Pech. Aber grundsätzlich ist ja wirklich alles dabei an Fahrzeugen, was es ja überhaupt gibt. Das mit der Internetverbindung, das finde ich sehr gut. Ich finde auch sehr gut, dass alte Fahrzeuge ausgelesen werden können. Ja, dann diesen Schnelltest, dass man wirklich schnell zu einem Fehler kommt, den man halt herausfinden möchte. Ja, alles cool. Also durchaus eine Empfehlung wert. Die restlichen Infos lest ihr in unserem Blogbeitrag. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen, auch wenn es viel Gerede ist und eine knappe Viertelstunde lang. Aber ja, ich denke, die wichtigsten Infos waren dabei. Wenn ja, dann lasst ein Abo da und bis zum nächsten Video. Ciao.